OMC3. So heißt dieses Modell meiner neuesten Gitarre und das ist auch das meistverkaufte Modell und auch, ich glaube, das bestklingendste. Und ich habe einige Gitarren gerade hier zum Ansehen. Die meisten sind schon verkauft, aber ein Modell, das ist jetzt nicht dieses, ist auch zum Verkauf übrig. Und ich möchte mal anfangen mit diesem OMC3 Modell. Dies ist eine Gitarre, die ist jetzt zwar nicht mehr käuflich, aber sehr repräsentativ für die Baureihe OMC3. In diesem Fall habe ich genommen eine Fichtendecke, eine deutsche Alpenfichtendecke, 40 Jahre lang gelagert. Für Boden und Zargen habe ich genommen Madagaskar. Auch ein sehr, sehr tolles Holz, finde ich. Auch als Klangholz. Madagaskar habe ich auch für den Steg genommen und aus demselben Holz wie die Zargen und Boden habe ich so ein kleines Holzmosaik für den Schalochring gemacht. Dazu das Binding und die Randeinlagen aus Ebenholz und Buchsbaum, das mache ich eigentlich immer so. Und auch auf dem Boden Ebenholz, Binding, Buchsbaum und ich mache immer das Design, dass ich hier so Halbkreise einlege. Und wenn man vom richtigen Winkel guckt, sieht man das als vollen Kreis. Auch hier ein Halbkreis in der Zarge zur Decke und zum Boden hin. Und auch hier, das ist so ein, ist kein ganz runder Kreis, aber so ein Ovalform mit einem Halbkreis in der Bodeneinlage. Ich habe hier für den Hals, wie für auch bei den anderen Modellen, nehme ich inzwischen Sapele. Es ist ein wunderbares Holz für den Hals, ist ein bisschen schwerer, aber auch wesentlich stabiler. Dazu eine feste, starre Stahl- und Carboneinlage, sodass sich am Hals überhaupt nichts mehr tut. Der Vorteil ist, man muss überhaupt nichts mehr nachstellen und an dem Hals tut sich nichts. Das Griffbrett ist aus Ebenholz mit einem Binding wieder aus Buchsbaum und Ebenholz. Hier Rauten und Quadrate als Einlage fürs Griffbrett. Kleine Dots hier zur Orientierung. So sieht es von hinten aus. Die Kopfplatte mit dem Logo ist Ebenholz. Dazu habe ich jetzt in diesem Fall mal offene Schaller Grand Tune Mechaniken genommen, die auch sehr leichtgängig sind. Und ein kompensierter Sattel ist hier, und zwar Sattel aus Büffelhorn gemacht. Und ich habe Evo Frets, also ein bisschen härtere Bünde. Das sind nickelfreie Bünde, ein bisschen härter als die Standardbünde. Macht sich auch tonlich bemerkbar und beim Spielen ist es sehr angenehm. Die sind auch sehr leichte Bandings zu machen damit. Und die Sattelweite in diesem Fall ist 47 mm, was ich immer für mich mache. Und die Saitenlage recht niedrig. Das ganze Instrument ist sehr laut und hat ein sehr, sehr langes Sustain. Der Hals, es spielt sich wie Butter. Ich habe eben mit Fingerpicks gespielt, jetzt vielleicht mal das Ganze, nicht das Ganze, aber mal eben ohne, damit man sieht, wie sie so klingt. Klingt und klingt und klingt. Ja, diese Gitarre mit Koffer
kostet 4.800, so wie sie da ist mit Madagaskar. Die Preise gelten noch bei Bestellungen in diesem Jahr. Im nächsten Jahr wird es ein bisschen mehr kosten. Und ich finde das ein sehr gutes Instrument, so, also für mich gebaut. Es ist sogar meine. Ich komme selten dazu, für mich Gitarren zu bauen. Aber in einer Reihe, die ich gebaut habe, habe ich diese für mich gebaut. Kann man auch hier sehen. Das gleiche Modell gibt es auch in anderen Hölzern mit anderen Spezifikationen. Ich stelle es euch gleich vor. Ja, und hier habe ich das gleiche Modell noch einmal, allerdings mit anderen Hölzern. Dies ist eine, die ist auch schon verkauft. Bisschen andere Klangcharakteristik und ich will kurz erklären, worum es geht. Wir haben hier auch eine Fichtendecke, eine italienische Alpenfichtendecke, eine Haselfichte, die allerdings thermobehandelt ist und dadurch ziemlich dunkel aussieht. Die Thermobehandlung, was da passiert, da verändern sich die Kristalle in den Hölzern. Das Holz ist hinterher so, als wenn es schon irgendwie 70, 80 bis zu 100 Jahre alt wäre. Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Also Holz wird auch nicht schlechter, wenn es ein bisschen liegt oder wenn es altert. Das ist ein wunderbares Tonholz. Ich habe sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht. Hier haben wir einen Steg aus Ebenholz. Griffbrett auch Ebenholz. Randeinlagen wieder Buchsbaum und Ebenholz. Und Boden und Sagen sind aus Ebenholz diesmal. Und zwar ein strukturiertes Ebenholz, nicht das pechschwarze. Und ich finde, dieses Ebenholz macht sehr viel her, hat eine sehr schöne Maserung. Es gibt hier einen Zargenmonitor, ist auch beim Spielen sehr angenehm. Und aus demselben Ebenholz ist hier der Schallochring als Holzmosaik zusammengestellt. Hier haben wir ebenfalls einen kompensierten Sattel, diesmal aus Knochen. Binding, um auch mit Buchsbaum und Ebenholz um die Kopfplatte. Und in diesem Fall haben wir hier ganz teure Luxus-High-End-Mechaniken von Schaeller. Also nicht zu verwechseln mit Schaller, sondern Schaeller. Es sind kugelgelagerte Mechaniken, wo der Satz alleine schon fast 600 € kostet. Die Gitarre ist dann auch ein bisschen teurer. Auf Kundenwunsch hier ist auch ein Ella Becks Pickup eingebaut. Sehr voluminöses Instrument auch. Butterweich zu spielen. Jetzt mache ich nochmal die Picks drauf, damit man sieht, wie unterschiedlich sie dann klingt. Kommt also auch eine Menge raus. Und wie gesagt, alle Gitarren, die ich vorspiele, lassen sich butterweich spielen. Der Hals ist sehr fest, sehr starr. Und das tut auch dem Sustain sehr gut. Hier wieder die gleichen Designmerkmale, wie man sieht, die Halbkreise oder Kreise, wie man es, je nachdem, wie man guckt, hier am Boden und in den Zargen. Für mich ein wunderbares Instrument. Gehen wir mal weiter. OM2 ist die Bezeichnung dieses Modells und diese Gitarre ist tatsächlich in unserem Shop und ist zu verkaufen. Ist also ein neues Instrument, was ich mitgebaut habe mit den ganzen Bestellungen, die ich hatte.
Und ich finde, die ist mindestens genauso voluminös wie die anderen Gitarren, hat ein genauso starkes Sustain. OM2 und dieselben Hölzer oder ähnliche Hölzer habe ich verwendet, zumindest für Boden und Zargen. Und zwar ist das dieses strukturierte, sehr schön gemaserte Ebenholz aus Kamerun. Einlagen, Randeinlagen und Binding wieder Ebenholz und Buchsbaum. Dazu wieder eine Haselfichtendecke aus Italien. Und der Schallochring wieder als Holzmosaik aus den Hölzern von Boden und Zargen, aus den Resten habe ich den zusammengesetzt. Steg Ebenholz, Knocheneinlage, kompensierter Sattel hier aus Knochen, Kopfplatte. Ebenholz vorne, hinten auch und wieder Schaller Grand Tune Mechaniken. Griffbrett habe ich schon gesagt, Ebenholz mit Rauten und Quadraten und auch Punkten als Einlagen aus Perlmutt. Dazu die Side Dots natürlich aus Perlmutt und ein Hals wieder aus Sapele. Auch dies ist ein sehr lautes, gut klingendes Instrument mit einem wunderbar langen Sustain. Diese Gitarre, wie gesagt, ist verkäuflich ab sofort im Gitarrenbazar bei uns für 4.300 Euro. Aber ich habe noch was. Hab doch vergessen, die Sattelweite war wieder 47 mm. Bei der OM2 ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ich habe hier aber noch eine Gitarre in der Hand. Das ist mit Halsansatz am 12. Bund. Das ist das Modell 0012. Und das ist der Form Martin-Form nachempfunden. Und auch diese Gitarre, finde ich, klingt ganz toll. Spielbarkeit wie gehabt. Das ist eine Gitarre, die ist jetzt zwar schon verkauft und ist aber bestellbar. Und ich habe in letzter Zeit ein paar Gitarren in dieser Bauform gemacht und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Form. Wer also nicht unbedingt 14 Bünde braucht oder ein Cutaway braucht, für den ist das ein tolles Instrument und ist ein sehr, sehr typisches Blues-Fingerpicking-Instrument, finde ich. Ich spiele auf solchen Instrumenten am liebsten alte Sachen wie Blues oder Ragtime. So weiter. Also, aber um mal wieder das Gleiche zu spielen, damit man einen Vergleich hat, das war der Deep River Blues, den ich vorhin angespielt habe. Vielleicht mal wieder ohne Picks, weil die doch den Klang ein bisschen ändern.
Ja, dieses Instrument ist ähnlich von der Holzauswahl. Wir haben hier wieder das strukturierte Ebenholz aus Kamerun, wieder die Randeinlagen und Bindings aus Buchsbaum und Ebenholz, wieder die Designs hier mit den Halbkreisen. Das mache ich eigentlich immer. Diesmal stilgerecht zur Form ein Pyramidensteg aus Ebenholz. Aus Ebenholz ist auch das Griffbrett mit den üblichen Einlagen bei mir, Rauten und Quadrate, die Side Dots hier. In diesem Fall kommt eine offene Kopfplatte dazu. Kompensierter Sattel aus Knochen. Und Kopfplatten habe ich meistens hinten auch drauf, aus dem gleichen Holz wie vorne. Und der Hals wieder aus Sapele. Und spielt sich wie von alleine. Ja, diese Gitarre, wie gesagt, ist schon verkauft, aber ist bestellbar und die Preise gelten noch bei Bestellungen bis Ende des Jahres. Wartezeit ist ungefähr, sind 5 bis 6 Monate und ja, alle Gitarren sind jetzt für kurze Zeit, für eine Woche maximal, bei uns im Gitarrenbazar zu begutachten. Es geht ja nichts über ein Ausprobieren von Gitarren. Man muss sie in der Hand haben. Man kann viel beschreiben, aber man muss sie wirklich selber spielen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist wie beim Essen. Geschmack kann man beschreiben, aber beim Essen ist es oft anders. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier sehen beim Gitarrenbazar in Osnabrück. Und bis dahin, euer Peter Finger.